Swapping Policies. Also, was gibt es eigentlich alles, um solche Seiten ein- und auszulagern? Ja? Vielleicht als Teil der Motivation, wie eben schon erwähnt, solange es genügend Speicher gibt, ist das Speichermanagement ja überhaupt kein Problem. Ich kann ja auch ein- und auslagern, ich kann das am Hintergrund machen für Prozesse, die schon lange nicht mehr laufen, kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht das auslagere. Also das ist auch der Punkt. Da wird vielleicht schon ein Swapping durchgeführt, man bekommt das eben nur nicht mit, weil man eben genügend Speicher hat. Aber die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn es jetzt eng wird im System? Da gibt es auch einen Begriff dafür, auf Englisch heißt es Memory Pressure. Also ich habe einen entsprechenden Druck, weil ich kein Speicher mehr habe. Und dann sieht ja die Sache plötzlich ganz anders aus. Ich muss mir plötzlich überlegen, welche Seite lagere ich aus, oder welche Seite kann ich dann rein, oder wenn ich Seiten reinladen muss, welche packe ich am besten raus. Und dafür brauche ich einen entsprechenden Algorithmus. Das ist Englisch dann unter Replacement Policy gängig oder eben als Cache-Algorithmus kann ich mir das einfach mal vorstellen. Ja? Und das heißt, jetzt in dem folgenden Block kümmern wir uns hauptsächlich mal um die Fragestellung, wie eigentlich entschieden werden kann, welche Seiten am geschicktesten ausgelagert werden können. Jetzt lese ich mir mal die eine Frage. Hierdurch Crosspoint-Speicher sollen so schnell werden, dass die Trennung von RAM und Festplatte aufgelöst werden können. Genau, jetzt muss ich passen, Crosspoint-Speicher müsste ich selbst jetzt einmal nachlesen, also sagt mir tatsächlich noch gar nichts. Aber ganz klar, je schneller das wird, umso mehr Performance bekomme ich natürlich auch. Das macht sich ja auch zum Beispiel merkbar in dem Moment, wenn ich von einer klassischen Festplatte, also von einer HDD, auf eine SSD wechsle, also auch wenn dann gepaged wird, dann habe ich ja Flash-Speicher, in den ich reinschreibe und nicht mehr wirklich Mechanik, die ich dafür brauche. Und das ist ja auch schon mal so ein entsprechender Boost. Und je schneller eben diese Speicherhierarchien werden, und das ist eigentlich immer so, desto schneller wird ja das komplette, dieser komplette Mechanismus. Auf der anderen Seite, je mehr RAM ich zur Verfügung habe, desto weniger muss ich eben entsprechend auch swappen. Auch da nochmal, dieses Swappen ist eben so ein Fallback, wenn mein Hauptspeicher leer geht, was heißt leer geht, zur Neige geht, oder wenn ich eben mehr Prozesse am Laufen habe, als ich tatsächlich bewältigen kann. Ja, das sind so die Probleme, die ich versuche, damit ein bisschen zu lösen. So, jetzt, genau, hatten wir darüber gesprochen. Wie wollen wir da eigentlich rangehen? Und dann überlegen wir uns einfach nochmal, wie Cache-Management grundsätzlich funktioniert. Also die grundsätzliche Idee, wenn der Hauptspeicher nur ein Teil aller Pages enthält, ja, dann kann ich ihn ja im Prinzip tatsächlich als Cache für virtuelle Speicherseiten verstehen. Also Hauptspeicher ist nichts anderes als ein Cache für die Seiten, die auf Platte liegen. Das ist jetzt einfach mal eine komplett andere Betrachtungsweise. Aber dann kann man wirklich alle Cache-Prinzipien anwenden an der Stelle. Ne? Und da kann man sich das grundsätzliche Ziel von einem Cache mal vorstellen. Und der ist nichts anderes als Caches oder Cache-Misses zu reduzieren. Also die Idee ist tatsächlich, also nicht nur schneller zu werden, sondern alles, was da drin liegt, möchte man so organisieren, dass diese Zugriffe auf diesen Cache so effizient laufen, dass ich da keine Cache-Misses habe. Das heißt, ich greife immer nur auf Dinge zu, die schon im Cache liegen. Ja, das wäre so das Optimum, an das man eigentlich rankommen möchte. Das heißt, bei uns ist es die Häufigkeit, die wir minimieren möchten, dass eine Seite von Platte geladen oder gelesen werden muss. Oder dass man sagt, die Anzahl der Cache-Hits soll maximiert werden. Das heißt eben, wenn ich einen Seitenzugriff durchführe, möchte ich, dass diese Seite im Hauptspeicher liegt oder eben vielleicht schon im Hauptspeicher liegt. Ja, und das sind so die Fragestellungen, mit der man sich dann im Cache-Management beschäftigt. Da kann man sich mal überlegen, wie ist eigentlich die durchschnittliche Zugriffszeit, und da kann man dann vielleicht auch nochmal diesen Crosspoint-Speicher, der da genannt wurde, in Betracht ziehen. Ja? Wenn die Zugriffszeiten auf Speicher und Platte bekannt sind, das heißt, wenn ich weiß, manchmal, wie viele Millisekunden oder Nanosekunden benötigt das, dann kann ich eine sogenannte Average Memory Access Time berechnen, und die sieht eben so aus, dass man die Zugriffszeit auf den Hauptspeicher plus die Wahrscheinlichkeit, eine Seite nicht im Cache zu finden. Eine Wahrscheinlichkeit ist dann immer irgendwas zwischen 0 und 1. Und diese Wahrscheinlichkeit multipliziert mit der Zugriffszeit auf Platte und Disk. Und da sieht man eben, je schneller dieser
Auslagerungsspeicher ist, über den wir sprechen, desto schneller wird das Ganze. Bei der Formel muss man sich auf jeden Fall, oder sollte man sich auf jeden Fall im Kopf behalten, dass die Zugriffszeit auf den Hauptspeicher, die muss man immer mit reinrechnen. Weil egal, ob ich jetzt eine Seite ausgelagert habe oder nicht, ich greife immer einmal auf diesen Hauptspeicher zu. Und wenn ich eben entsprechend einen Cache-Miss habe, dann brauche ich einmal diese Zugriffszeit auf Platte. Und so kann man sich das ganz schön, und dafür kann man sich das ganz schön ausrechnen, wie schnell dann eigentlich solche Zugriffe sind. Jetzt sehe ich einmal die Frage, können dafür Scheduling-Informationen verwendet werden? Hatte ich vorhin ja einmal ganz kurz angesprochen. Also Scheduling ist auf jeden Fall noch ein Punkt, der da reinspielt. Ja, also was passiert eigentlich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Seite reingeladen habe? Und ja, dann muss ich mir überlegen, wenn ich die Seite reingeladen habe, dann macht es durchaus Sinn, dass man als nächstes einen Prozess scheduled, von dem die Daten auch entsprechend im RAM liegen. Wir kratzen ja an dieser kompletten Betriebssystem-Thematik und jetzt auch Scheduling- oder Virtualisierungsthematik. Wir kratzen ja erstmal so an der Oberfläche. Und jetzt haben wir Scheduling einmal durchgesprochen, jetzt haben wir hier die Virtualisierung durchgesprochen. In dem dritten Teil gehen wir nachher nochmal auf ein paar Aspekte ein, wie sie in Linux funktionieren. In der Realität ist es natürlich alles nochmal wesentlich komplexer. Also wir behandeln das hier wirklich Grundlagen und sehr abstrakt. Wenn man sich das im Detail anschaut, dann wird das tatsächlich nochmal komplexer. Und dass ich eben diese Wahrscheinlichkeit minimiere, ja, dass ich eben nur auf etwas zugreife, was schon im RAM liegt, dafür macht es natürlich Sinn, auch sich nochmal den Scheduler anzuschauen. Also nicht nur das Paging, sondern eben auch das Scheduling, das muss Hand in Hand gehen. Ja, also in dem Moment, wo ich einen Scheduler habe, der komplett amok läuft. Ne? Das heißt, der startet und stoppt jeden Prozess, wie es ihm lieb ist. Und auf der anderen Seite habe ich ein Paging, was auch macht, was es möchte, ja, dann ist das vielleicht unter Umständen kontraproduktiv. Das heißt, wenn ich sowas programmiere, muss das tatsächlich Hand in Hand gehen. Und dann kommt noch die Frage, inwieweit sich das mit CPU-Caches berührt. Eigentlich jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber im Prinzip jetzt weniger mit dem Paging, weil das Paging sind ja immer Zugriffe auf den Hauptspeicher. In dem Moment, wenn ja etwas schon im CPU-Cache liegt, muss ich gar nicht auf den Hauptspeicher zugreifen und muss dann eigentlich auch gar nicht prüfen, ob diese Daten gepaged werden müssen, also ob ich die rein oder rausladen muss. Das heißt, ja, der Cache macht es schneller. Und also der CPU-Cache und alles, was im CPU-Cache schon drin liegt, dann brauche ich das nicht mehr. Da kommen wir ganz am Ende nochmal drauf sprechen. Ich habe einen ganz kleinen Ausblick später nochmal auf die Spectre- und Meltdown-Security-Issues, die es da vor ein paar Jahren gab oder immer noch gibt. Und wir kommen auch darauf zu sprechen, wo das eigentlich ursprünglich herkommt. Und das hat zum Beispiel was mit CPU-Caches auch zu tun, ja, weil die ja versuchen, immer schneller zu werden. Da kommen wir nachher einfach nochmal drauf zu sprechen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage erstmal soweit. So, also durchschnittliche Zugriffszeit. Das ist was, das kann ich mal ausrechnen. Und da sehe ich dann auch schon, wie wahrscheinlich darf es eigentlich sein, dass ich eben was nicht finde. Angenommen, ja, also jetzt rein hypothetisch, mein Auslagerungsspeicher wäre so schnell wie mein Hauptspeicher. Macht jetzt eigentlich keinen Sinn, ja. Aber wenn das wirklich so wäre, dann ist die Frage, wären dann immer noch Cache-Misses relevant? Eigentlich ja, weil ich habe ja immer noch diese Wahrscheinlichkeit und ich addiere das ja immer noch auf. Ja? Das heißt, wenn die gleich schnell wären, würde es eigentlich Sinn machen, dass man diesen kompletten Speicher als Hauptspeicher benutzt. Weil angenommen, meine Wahrscheinlichkeit für einen Cache-Miss wäre 0,5, also 50%, dann hätte ich auch, wenn beide Speicher gleich schnell sind, hier immer noch ein 1,5 stehen. Ja? Bei der Zugriffszeit, solange ich Paging verwende. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Das heißt, der schnelle Speicher sollte dann eigentlich immer Hauptspeicher sein. Und so funktioniert eigentlich auch in dieser gesamten Cache-Hierarchie bis hoch zur CPU, funktioniert das ja. Je schneller die Caches sind, ja, desto weiter hoch ziehe ich die in dieser kompletten Speicherhierarchie. Was wir aber auch wissen, je schneller diese Speicher werden, desto teurer werden die. Also das heißt, das, was eben als Register in der CPU drinsteckt, als CPU-Cache ist, das ist eben der teuerste Speicher, den wir haben. Und die Festplatten, die wir dann am Ende haben, das ist eben der langsamste Speicher, den wir haben und in der Regel auch der günstigste.
Jetzt kennen wir die Zugriffszeit und ohne zu sehr in die Berechnung reinzugehen, können wir uns jetzt aber überlegen, gibt es sowas wie eine optimale Replacement Policy, also sowas wie einen optimalen Caching-Algorithmus? Und tatsächlich gibt es den in der Theorie. Ja? Und zwar dieser optimale Replacement oder diese optimale Replacement Policy liefert eigentlich die geringste mögliche Anzahl an Cache-Misses. Ja, das ist ja das, was auch das als Prinzip dahinter steht. Und die Grundidee an der Stelle, es wird immer nur die Seite ersetzt, die am wenigsten oder am weitesten in der Zukunft benötigt wird. Ja, und das bedeutet aber an der Stelle auch, ich muss ja eigentlich wissen, wann eine bestimmte Page in Zukunft verwendet wird, und dann kann ich das auch machen. Und daher ist das erstmal ein rein theoretischer Ansatz, aber dieser Ansatz ist insofern interessant, weil ich mit diesem Ansatz mir ein Benchmark ausrechnen kann, an dem ich andere Algorithmen messen kann. Ich muss ja wissen, wann ich eine Seite reinladen muss, beziehungsweise wann ich auf eine Seite zugreife, und dann könnte ich eben so einen optimalen Algorithmus bauen. Und da habe ich einmal jetzt eine Tabelle aus dem Ausdip-Buch hier reinkopiert, wo Sie das auch sehen. Da ist in der ersten Spalte Access, auf welche Seite zugegriffen wird. Wir haben jetzt hier einfach mal drei Seiten. Dann sieht man zum Beispiel, dass man beim ersten Aufruf von 0 hat man Miss und dann lädt man in den Cache die 0 rein. Dann hat man beim zweiten Zugriff, braucht man die 1, dann hat man Miss, dann ist eben die 0 und die 1 drin. Und dann greift man auf die 2 zu, dann hat man wieder Mist und ist die 0, 1, 2 drin. Und wir haben jetzt in dem Fall vier Seiten, aber eben nur drei Plätze, also drei Page-Frames im Cache. Und das geht dann eben so lange, bis es erstmal auf die 3 zugegriffen wird. Und dann habe ich einen Mist. Und dann werfe ich in dem Fall die 2 raus, weil ich eben hier in dieser Abfolge links schon weiß, die 2 kommt am weitesten in der Zukunft und damit bin ich bei einem optimalen Algorithmus. Und wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, ja, dann kommt man auf ein Verhältnis von ungefähr 54, also auf einen Hitrate von 54,5%. Wenn man jetzt diese ersten Zugriffe, also den ersten Zugriff auf die 0, auf die 1, auf die 2 und hier den ersten Zugriff auf die 3, weil die Pages können ja nie da sein, ne? Die kann man rausrechnen. Und dann bekommt man mit dem Algorithmus für dieses Beispiel auch eine Hitrate von 85,7%. Das einfach mal als Anhaltspunkt. Das unterscheidet sich jetzt aber tatsächlich von Fall zu Fall. Ja, also je nachdem, wie eben diese Zugriffsreihenfolge ist, haben wir dann unterschiedliche Werte. Aber da sieht man eben schon 85,7% bei der Hitrate. Das ist jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Und das wäre jetzt eben unser Vergleich für die nächsten paar Beispiele. Und wie schon bei dem Scheduling, nehmen wir erstmal so den Klassiker FIFO, ne? First in, first out, also das erste, was reinkommt, ist das erste, was hinten rausfällt. Das sollte hoffentlich noch vom Scheduling bekannt sein, wenn nicht einfach nochmal zurückspringen und nochmal die ersten zwei Vorlesungen bezüglich Scheduling anschauen und durchlesen. Und im Prinzip ist es die einfachste Ersetzungsstrategie. Ne? Vorne schicken wir was rein. Im Prinzip ist es, dass jede Seite in eine Art von einer Queue reingeladen wird und die älteste Seite, die fällt hinten raus, wenn kein Platz mehr ist. Ja, jetzt kommt, wenn das Audio schlecht ist, dann sind wir wahrscheinlich aktuell auch noch ein bisschen bei Twitch. Für die Studenten, es gibt nachher ja die Aufnahme und die sollte ohne Probleme sein. Also wenn das jetzt vielleicht noch am Rändern von Twitch liegt. Habe ich tatsächlich öfters auch mal momentan. Wenn ich da was anschaue. So, ist also kein Platz mehr vorhanden, dann wird die Seite ersetzt, die schon am längsten in der Queue ist. Und das sieht man hier unten an dem Bildchen. Ich habe hier den verfügbaren Speicher. Ganz rechts habe ich die älteste Seite und ganz links habe ich die zuletzt geladene Seite. Und wenn jetzt ganz links nochmal eine Seite reingeschoben wird, ne, das kann man sich wirklich so vorstellen, dann fällt hier rechts die älteste Seite einfach raus. Ne? Die ploppt dann da hinten aus der Queue raus und damit wäre nach diesem FIFO-Mechanismus eine Seite ersetzt worden. So. Vergleicht man das jetzt mal mit diesem optimalen Algorithmus, dann, also auch wieder bei der gleichen Zugriffsreihenfolge, dann kommen wir an dieser Stelle nur auf 36,4% Hitrate, beziehungsweise 57,1% ohne diesen ersten Miss. Das heißt, hier wären wir ohne den ersten Miss genauso schlecht in Anführungsstrichen, wie wir das eigentlich.
als schlechten Fall bei der optimalen Variante hätten. Ne? Und da ist nämlich das Problem bei FIFO, das kann man sich überlegen, FIFO hat ja überhaupt keine Kenntnis über die Relevanz einer Seite. Das heißt, FIFO weiß ja nichts und beachtet das auch nicht, ob ich diese Seite nochmal brauche, ob ich die schon ein paar Mal benötigt habe. Ja, und hier sieht man das ganz konkret an dem Beispiel. Obwohl die Seite 0 relativ oft benutzt wird, wird sie durch FIFO irgendwann rausgeworfen. Nur weil es eben die erste Seite war, die reingeladen wurde. Und dadurch kommt auch diese schlechte Performance zum Tragen. Das kann ganz gut klappen, muss aber nicht. Ja, das ist dann eher so eine Zufallsgeschichte. Man kann auch was anderes machen anstelle von FIFO. Wer hätte es gedacht, weil das hatten wir beim Scheduling auch schon mal. Random, also einfach eine Zufallsstrategie. Das heißt, ich gehe rein und wähle mir die zu ersetzende Seite einfach mal zufällig aus. Und die Hitrates an der Stelle, das ist einfach eine reine Glückssache. Im vorliegenden Beispiel ist es auf jeden Fall besser als FIFO, ist aber schlechter als der optimale Algorithmus. Und hier habe ich nochmal eine Grafik und die Tabelle auch aus dem Ausgabebuch reinkopiert, dass Sie das auch ein bisschen sehen. Und zwar hat der Autor an der Stelle mal 100, nee, 10.000 Testläufe mit Random durchgeführt. Und das Spannende ist, das sieht man dann hier, 40% von 10.000 Testläufen war bei Random sogar so gut wie der optimale Algorithmus. Da denkt man sich jetzt also, oh, ist gar nicht so schlecht, ne? Ich werde ja so schnell wie der optimale Algorithmus. Aber, und jetzt kommt das Problem, es kann eben auch wesentlich schlechter sein. Ja? Das heißt, man sieht auf der linken Seite, dass wir an der Stelle immer schlechter werden können. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das gerade mein Programm betrifft, das da drin läuft, würde ich mich wirklich darauf einlassen wollen, dass ich vielleicht extrem schlechter bin als ein anderer Prozess, na, was das Paging angeht, weil beim Scheduling haben wir ja schon versucht, möglichst gleichberechtigt gegenüber den Prozessen aufzutreten. Ist die Frage, möchte ich mich auf so ein Glücksspiel beim Paging einlassen? Es kann klappen, kann aber eben auch nicht klappen. Ist die Frage, gibt es da vielleicht noch etwas Besseres? Genau, random, das kommt als Kommentar. Random bietet überhaupt keine Zuverlässigkeit. Und ich würde eben nicht auf diese 40% wetten wollen. Angenommen, ich hätte zum Beispiel hier, ne, ich würde jetzt mein Stream aufzeichnen wollen und streamen wollen. Und was passiert eigentlich, wenn der Rechner jetzt anfangen muss zu pagen? Und ich stecke leider bei diesen 60%, wo ich schlechter bin. Ja, und vielleicht irgendwo ganz links auf der Kurve. Und habe gar keine Hits. Und das System fängt für meinen Prozess an, permanent zu pagen. Und dadurch wird das plötzlich ganz schlecht. Also ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und das hatten wir auch das letzte Mal schon mal ganz kurz angesprochen. Wir könnten ja versuchen, vielleicht aus der Geschichte zu lernen. Und da hatten wir das Last Recently Used, LRU, als Abkürzung. Und ähnlich wie beim Scheduling können wir eben aus der nahen Vergangenheit lernen, ja, um eine Vorhersage für die Zukunft zu verbessern oder zu treffen. Und die Grundidee an der Stelle ist, wenn ein Programm auf eine Seite in der nahen Vergangenheit zugegriffen hat, ja, dann greift es vermutlich nochmals in der nahen Zukunft auf die Seite zu. Das liegt einfach im Lokalitätsprinzip in dem Programm. Und da kann man zwei verschiedene Arten von Informationen nutzen. Das eine ist die Nutzungsfrequenz, das ist auf Englisch Frequency. Das heißt, eine Seite, die sehr häufig benutzt wird, die sollte ich nicht ersetzen. Ja, das heißt, je öfter ich auf eine Seite zugreife, macht es vielleicht wenig Sinn, die auszulagern. Und dann ist vielleicht auch die Idee, über die Neuheit zu gehen. Also wissen Sie, eine Seite, die vor kurzem genutzt wurde, die sollte vielleicht auch nicht ersetzt werden. Das heißt, wenn ich gerade vor einer Sekunde oder so darauf zugegriffen hatte, sollte ich mir das auch nochmal überlegen. Also, das sind die beiden Arten von Informationen, auf die wir jetzt zugreifen wollen. So, und wie schon erwähnt, unten drunter liegt etwas, das nennt sich das Lokalitätsprinzip, Principle of Locality auf Englisch. Und das ist eigentlich, dahinter steckt nichts anderes als eine empirische Beobachtung von Programmen. Das heißt, ich schaue mir einfach mal an, wie verhalten sich eigentlich Programme. Und da hat man irgendwann mal gemerkt, Programme tendieren dazu, auf Codesequenzen und Datenstrukturen zuzugreifen, die nahe beieinander liegen. Da kann ich mir überlegen, Schleifen, Arrays etc. Und das merkt man aber auch schon, wenn man selbst programmiert. Man ist ja irgendwo in der Methode und bewegt sich da. Da drin habe ich eine Schleife programmiert, da drin habe ich eine Datenstruktur programmiert. Da greife ich drauf zu. Es ist sehr selten, dass ich anfange, auf ein Array zuzugreifen, das in einer anderen Schleife definiert wurde, ja, oder in ein globales Array.
Das heißt, wenn ich mich gerade in so einem Bereich befinde, dann macht es Sinn, die Pages möglichst im Speicher zu halten. Und das ist das Lokalitätsprinzip, wo sich ein Programm gerade bewegt. Da wird es sich mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft noch bewegen. Und genau aus diesem Ansatz sind dann diese historisch basierten Algorithmen entstanden. Und da gibt es einige. Ich habe das mal MLFRU zusammengefasst. Wir gucken uns die viermal an, die man grundlegend an der Stelle kennt. Das eine ist least frequently used. Eigentlich ist es last. Sorry, da ist noch ein Tippfehler drin. Last frequently used. Das heißt, das ersetzt die am seltensten genutzte Seite. Und das, nein, least frequently, war doch, sorry, mein Fehler, least frequently used. Also die Seite, die am seltensten genutzt wurde. Und dann gibt es noch die least recently used. Das heißt, die Seite, die am wenigsten aktuell genutzt wurde. Na, da stecken diese beiden Theorie, die beiden, na, warten wir's, historischen Informationen drin, die ich gerade angesprochen hatte. Also Nutzungsfrequenz und die Neuheit. Genau, least frequently used und least recently used. Und das sind eigentlich beides Algorithmen, die sind A, gut geeignet und B, relativ einfach zu merken bei der Umsetzung oder wenn man das umsetzen möchte. Eher schlecht, weil sie das Lokalitätsprinzip nicht beachten, ist die Most Frequently Used, also MFU, oder Most Recently Used, MRU-Strategie. Und das, wenn man sich da einmal Gedanken drüber macht, was die eigentlich aussagen, dann macht das auch schon Sinn. Ich würde die Seite ersetzen, die ich am häufigsten benötige. Oder die Seite ersetzen, die ich gerade als letztes benötigt habe. Da hat man sich auch mal Gedanken drüber gemacht, hat das getestet und aufgrund vom Lokalitätsprinzip relativ schnell gemerkt, macht keinen Sinn. Das heißt, die bitte nicht anwenden, nur least frequently und least recently used verwenden. Also LFU und LAU verwenden, die beiden hier oben. So. Wenn ich das programmieren möchte, ne, also wenn ich das implementieren möchte von solchen historisch basierten Algorithmen, dann brauche ich ein bisschen mehr Informationen. Und das ist die spannende Frage, wie das eigentlich funktioniert. Wir schauen uns an der Stelle mal das LRU, also Least Recently Used, an. Das heißt, bei jedem Seitenzugriff, also wenn ich auf eine Page zugreife, zum Beispiel im Hauptspeicher, also erstmal im Hauptspeicher, ja, und da ist es egal, ob ich von Instruktionen, also vom Code spreche, der in dem Codesegment liegt, oder von Daten, die in dem Heap oder im Stack liegen, ja, dann muss im Prinzip die Seite an die Spitze von irgendeiner Liste wandern. Und da kann man sich jetzt auch schon mal überlegen, welche Datenstruktur wäre eigentlich hierfür geeignet. Das heißt, ich muss mir irgendwie merken, das ist die Seite, an die habe ich das letzte Mal oder gerade eben erst verwendet. Das heißt, ich müsste bei jedem Speicherzugriff die Datenstruktur aktualisieren. Jetzt haben wir auch für die Prozesse uns schon mal überlegt, mit Bäumen zu arbeiten. Das heißt, ich muss mit, also wenn ich einen Baum verwenden würde, müsste ich jetzt einen Baum verwenden, der mindestens logarithmisch arbeitet, wenn nicht noch besser. Wenn man sich jetzt überlegt, dass es auch schnell sein soll, dann liegt vielleicht nahe, dass man sagt, okay, ich gehe in den Hardware-Support rein, das heißt, ich implementiere das in der Hardware. Und jetzt hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Wenn ich 4 GB Speicher habe mit 4 KB großen Seiten, dann sprechen wir ungefähr von 1 Million Pages. Und wenn ich überlege, dass ich bei jedem Seitenzugriff was aktualisieren möchte und ändern möchte, weil ich diese Seite an die Spitze verschieben möchte, ja, dann kann ich mir das schon überlegen, dass das bei einem Baum mit 1 Million Einträgen durchaus etwas dauert. Ja, und dass es selbst für heutigen Rechner und CPU-Geschwindigkeiten und Speichergeschwindigkeiten recht inperformant ist, wenn man das so machen möchte. Also eine Datenstruktur, wo ich das wirklich alles vorhalte, die macht eben nur bedingt Sinn. Dann hat man sich überlegt, okay, man könnte sich ja annähern. Ja, das heißt, wenn ich diesen Algorithmus nicht exakt programmieren kann oder implementieren kann, dann könnte man sich eben an die Stelle annähern. Und da hatten wir auch schon mal bei den Page Tables Entries was kennengelernt. Und das ist das USeBit. Das heißt, ich überlege mir einfach nochmal pro Seite eine Information, um reinzuschreiben, ob es verwendet wurde. Und was man dann macht, ist, bei jedem Zugriff, egal ob lesen oder schreiben, auf eine Seite, aktualisiert man dieses USeBit. Und dafür ist primär mal die Hardware zuständig, weil die kann das am schnellsten. Bei jedem Zugriff auf die Seite wird das Bit auf 1 gesetzt. Und auch ganz wichtig, dieses Bit kann ja in der Page Table liegen.
weil man kann das auch in ein gesondertes Array reinpacken, aber da bräuchte ich eben wieder ein entsprechend großes Array. Ja. Pro Prozess, pro Page Table macht das wahrscheinlich am meisten Sinn. Und jedes Mal, wenn darauf zugegriffen wird, geht die Hardware hin und setzt es auf 1. Und jetzt, sehr spannend, die Hardware löscht dieses Bit aber nie. Na, dafür ist das Betriebssystem zuständig. Weil das kann ich ja unterschiedlich handhaben. Das heißt, da lässt dann die Hardware wirklich die Finger raus, sagt, ne, ich setze es bei jedem Zugriff auf 1. Liebes Betriebssystem, kümmert du dich da aber darum, das zu aktualisieren und entsprechend auf 0 zu setzen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich dieses Use-Bit am sinnvollsten löschen? Ja. Und eine Annäherung oder eine Art und Weise, wie man das machen kann, das ist auch ein Algorithmus, den gibt es, glaube ich, schon seit den 1960ern, ist ein sogenannter Clock-Algorithmus. Und das kann man sich so vorstellen, dass man alle Pages, also diese 1 Million Pages, von der wir jetzt sprechen, ja, als Kreis angeordnet sind. Also nichts anderes als eine Uhr. Und ich habe einen Uhrzeiger. Und dieser Uhrzeiger zeigt auf irgendeine beliebige Stelle. Ne? Fangen wir an oben bei der ersten Seite, die zum Beispiel auf 0 oder 12 Uhr entsprechend liegt. Und irgendwann muss ich ja schließlich anfangen. Und jedes Mal, wenn eine Ersetzung stattfindet oder stattfinden soll, dann gehe ich jetzt als Betriebssystem hin und prüfe erstmal, ob das aktuelle Usebit auf 0 oder 1 steht. Ne? Doch mal zur Erinnerung, wenn ich auf die Seite vor kurzem zugegriffen habe, hat ja die Hardware dieses Usebit auf 0 gesetzt. Also, wenn dieser ITP vor kurzem genutzt wurde, dann steht das Usebit auf 1. Und in dem Fall ist es eben kein guter Kandidat zum Ersetzen. Weil, das hatten wir vorher schon mal kennengelernt oder gelernt, Lokalitätsprinzip, da jetzt besser nicht drauf zugreifen, weil es könnte durchaus sein, dass das Programm da gleich nochmal drauf zugreift oder zugreifen möchte. Dann gehe ich jetzt hin und sage, okay, ich habe mir das jetzt zwar angeschaut und ich gehe davon aus, dass da nochmal drauf zugegriffen wird und ich setze jetzt dieses Usebit für diesen Eintrag auf 0, ja, und verschiebe dann aber meinen Zeiger auf den nächsten Eintrag, also auf P+1. Und da schaue ich wieder, wurde die Seite vor kurzem genutzt, also steht das Usebit auf 1, ja, dann ist es kein guter Kandidat zum Ersetzen. Ich setze das auf 0, gehe dann zum nächsten. Jetzt kann man sich das einmal durchdenken. Also ich mache das so lange, bis der erste Eintrag mit 0 gefunden wird. Und angenommen, ich hätte jetzt 1 Million Seiten da drin, die alle vor kurzem genutzt wurden, ne, der Reihe um, dann würde jetzt meine Uhr tatsächlich 1 Million Mal weitergehen, bis sie bei dem allerersten Eintrag wieder ist, weil das ist ja der erste Eintrag, den ich auf 0 gesetzt habe. Das ist wieder ein rein theoretischer Fall, aber das wäre wirklich der Worst Case, dass man einmal alle Seiten durchprobieren muss. Aber auch hier, jetzt stehen ja alle gerade auf 0, weil ich bin jetzt da quasi auf der nächsten Seite, die ich verwenden möchte. Dann gäbe es sicherlich, also das ist so ein Ansatz, den man fahren kann und der Stand heute auch noch verwendet wird, kann man sich überlegen, gibt es da vielleicht noch ein paar Alternativen. Und eine Alternative, die es auch gibt, ist, man könnte ja regelmäßig hingehen und alle Usebits periodisch löschen. Das heißt, irgendwann nach einer bestimmten Zeitscheibe gehe ich einfach nochmal hin und lösche alle Bits, die die Hardware gesetzt hat, auf 0. Und dann ist nur die Frage, mache ich das dann zum Beispiel zufällig, wie ich drauf zugreife, oder habe ich eben auch diesen Clock-Algorithmus, der dann durchfährt und dann, wenn eben alles auf 0 gesetzt werden würde, dann würde eben, wenn ich jetzt einen Zeiger um 1 weiterschiebe, einfach die nächste Seite genommen werden. Also das, so kann man sich ein bisschen vorstellen, wie das funktioniert. So, jetzt kann man diesen Clock-Algorithmus noch einen Tick erweitern, und das haben Sie vielleicht schon mal gehört, und zwar Dirty Bit. Ja, manchmal heißt es auch Modified Bit, und das kann man verwenden, um hier nochmal ein bisschen effizienter zu werden. Und zwar, was macht man? Dieses Dirty Bit wird in dem Moment gesetzt, wenn auf eine Seite im Speicher zugegriffen wurde. Ja, jetzt müssen Sie sich nicht einmal was überlegen. In dem Moment, wenn ich auf eine Seite zugreife und da reinschreibe, ne, wir sprechen hier von einem Schreibzugriff, dann habe ich die Seite im Hauptspeicher verändert. Diese Seite ist ja aber immer noch gepaged, also die liegt ja immer noch im Hauptspeicher. Das ist vielleicht schon mal ganz wichtig. Ich lösche diese gepagede Seite ja nicht aus dieser Auslagerungsdatei, aus meinem Workspace, die liegt immer noch drin. Das heißt, wurde diese Seite jetzt verändert, dann muss ich ja nochmal auf Platte zurückschreiben. Und dieses Zurückschreiben ist relativ teuer, weil da muss ich ja wieder eine I/O-Operation durchführen. Und immer dann ist halt dieser Prozess geblockt oder die I/O ist geblockt. Das heißt, das führt dazu, dass das Ganze entsprechend dauern kann. Wurde die Seite noch nicht modifiziert, das heißt, ich hatte nur eine Leseoperation da drauf, oder sie wurde schon zurückgeschrieben, na, da fehlt noch ein I, sehe ich gerade,
Dann kann man ja dieses Dirty Bit wieder auf 0 setzen. Das heißt, jedes Mal, wenn die Seite zurückgeschrieben wird oder wenn ich eben nur drauf gelesen habe, dann steht es ja eh noch auf 0, dann wird gar nichts verändert. Dann kann man das Dirty Bit zurücksetzen. Und jetzt ganz wichtig, ist dieses Dirty Bit auf 0 und ich komme jetzt auf so eine Seite, die ich ersetzen kann. Also nochmal zur Erinnerung, der Snooze Bit steht auf 0, das heißt, ich kann die ersetzen. Dann schaue ich noch, oh, das Dirty Bit steht auch auf 0. Dann kann ich die Seite aus dem RAM ohne weiteres Löschen überschreiben. Das heißt, ich muss da überhaupt nichts machen und dann werde ich super schnell und dann ist das ein sehr guter Kandidat zum Ersetzen. Angenommen, das Dirty Bit würde auf 1 stehen, dann müsste ich die Seite erstmal zurückschreiben. Ja, und da kann ich auch überlegen, läuft dann vielleicht die Uhr erstmal noch weiter, bis ich es weggeschrieben habe. So kann man diesen Algorithmus nochmal ein bisschen optimieren. Ja, dann gibt es noch ein paar zusätzliche Policies in dem Bereich. Ne? Für die meisten Seiten wird tatsächlich ein On-Demand-Paging oder ein Demand-Paging durchgeführt. Das heißt, ich lade diese Seiten immer nur bei Bedarf in den Hauptspeicher rein, also wenn ich wirklich darauf zugreifen möchte. Und das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Es gibt auch eine Art von Prefetching, das heißt in ganz besonderen Fällen. Das heißt, ich habe einen begründeten Verdacht, ja, dass diese Seite als nächstes benötigt wird. Dann kann ich die auch vorher schon laden. Es gibt Fälle, die kann man sich dann durchaus ausdenken, zum Beispiel wenn man zusammenhängende Speicherbereiche braucht, die auf zwei Seiten ausgelagert wurden und wenn ich das weiß, dann kann ich eben über ein Prefetching hingehen und so eine Seite schon reinladen. Aber es muss da echt gute Gründe geben, weil im Zweifelsfall wird mein System dadurch langsamer, weil ich lade ja etwas rein, was ich vielleicht nachher nochmal wegwerfen muss. Und dann hatte ich eben eine unnötige I/O-Operation auf die Platte durchgeführt. Ja, das heißt, da muss man wirklich sicher sein, dass man diese Seite braucht. Und dann gibt es noch etwas, der Vollständigkeit halber, dass Sie das gehört haben, nennt sich Clustering oder Grouping. Und da schreibt man Seiten aus Effizienzgründen einfach gemeinsam weg. Das heißt, man schaut sich einfach mal an, wo habe ich denn überall das Dirty Bit auf 1 stehen und dann schreibe ich die alle gemeinsam weg. Ja, dann habe ich das Problem an der Stelle auch schon mal gelöst. Es gibt noch einen Punkt, das Thrashing. Und das hatten wir jetzt am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen. Und zwar die Problemstellung, was sollte eigentlich das Betriebssystem machen, wenn das System hoffnungslos überbucht ist. Also stellen Sie sich mal vor, der gesamte Speicherbedarf aller laufenden Prozesse, ne, wir sprechen ja immer von allen Prozessen, die laufen, überschreitet permanent den physikalisch verfügbaren Speicher. Das heißt, Sie haben so viele Prozesse gestartet, dass die gar nicht alle in den Speicher reinpassen. Ja, weil Sie haben jetzt vielleicht nur 4 GB oder von früher kennt man das durchaus von den alten Rechnern. Und da gibt es verschiedene Lösungsansätze, je nach System, das man einsetzt. Die sind hier einfach mal exemplarisch genannt. Ich habe die Referenz auch nochmal angegeben im Anhang. Zum Beispiel Linux hat einen Daemon laufen, der schaut dann permanent, was ist denn eigentlich der speicherintensivste Job, ja, also Prozess, der da läuft. Und wenn ich in so eine Thrashing-Situation reinlaufe, dann killt Linux diesen Prozess einfach. Ne, und dann schafft sich das dadurch wieder Platz. Dann kann man sich Open Solaris noch anschauen. Das hat 3 Status. Einmal normal, soft und hard. Und bei soft werden die Prozesse ganz normal ausgelagert. In dem Hard-Modus, das heißt, ich bin jetzt an diesem Limit, wo permanent ausgelagert werden muss, geht Open Solaris erstmal hin und lagert alle schlafenden Prozesse aus. Das heißt, alles, was momentan schläft, wird aus dem Hauptspeicher komplett rausgeworfen. Und wenn das immer noch nicht reicht, geht Open Solaris sogar hin und entlädt Module aus dem Hauptspeicher, um mehr RAM freizuschaufeln. Ja? Und das geht eben so lange, bis es zurückfällt in diesen Soft-Modus. Das ist auch eine Variante, die man fahren kann. Die ist entsprechend komplexer. Und ich habe noch eben in diesem einen Paper eine Referenz auf Windows XP gefunden, also jetzt schon ein bisschen älter, aber auch, dass man da sieht, wie das gemacht wurde. Da werden, ähnlich wie Open Solaris, langschlafende Prozesse ausgelagert. Ja, und es gibt auch einen Mechanismus, der überwacht, ob es irgendwelche Prozesse gibt, die anderen Prozesse Pages stehlen, ja, dass die nicht mehr ordentlich laufen. Allerdings, wie das dann im Detail gehandhabt wird, das war leider bei in dem Paper nicht beschrieben. Aber da sehen Sie, es gibt ganz unterschiedliche Strategien, die es da gibt. Und da kommt die Frage, im Worst Case überlebt also nur Linux. Also
wahrscheinlich Linux in einem Prozess. Ja? Also wir gehen ja davon aus, dass Linux das Betriebssystem selbst nicht den kompletten Speicher braucht. Aber wenn ich mehrere Prozesse habe, also wenn ich standardmäßig mein System hochfahre, dann laufen da schon mal so 200 Prozesse. Und angenommen, ich würde jetzt wirklich in dieses Limit vom Speicher reinlaufen, dann wird wirklich der Speicher intensivste Job gekillt. Das Problem an der Stelle ist tatsächlich, wenn jetzt permanent neue Jobs gespawnt werden, dann werden natürlich auch permanent Jobs gekillt, dann bin ich so auf dem nächsten Level. Und da kann ich leider jetzt auch gar keine Aussage treffen, wie die Systeme sowas dann handhaben. Also man kann aber mit dieser, sag ich mal, mit dem Speicher komplett vollpacken, nur nicht mal bis zu dem Punkt, dass nur Linux überlebt, sondern wenn ich das richtig im Kopf habe, schaffe ich das auch durch so eine komplette Speicherüberlastung, auch im Betriebssystem, das Ding komplett zum Stehen zu bringen. Ja. Bei Linux muss man sich auch dran denken, ich habe ja, das hat man das letzte Mal angesprochen, zumindest bei den 32-Bit-Systemen gehören mir ja nur das erste Gigabyte für das Betriebssystem. Das heißt, auch da bin ich limitiert. Und dann habe ich ja 3 Gigabyte im Userland. Und das heißt, die kann ich eigentlich vollpacken. Ich bin mit diesem einen Gigabyte immer noch safe bei Linux. Ja, also alle Anwendungen in diesem Userland, die gehen dann nicht in dieses eine Gigabyte rein, in dem mein Betriebssystem läuft im Hauptspeicher. Das heißt, da bin ich erstmal safe und das überlebt und ansonsten überlebt alles, was in diesen 3 Gigabyte reinpasst. Ja? Und habe ich eben einen Job, der diese 3 Gigabyte benötigt, dann macht er das Ding halt erstmal voll. Und wenn jetzt kleinere Jobs kommen, dann ist tatsächlich diese Überlegung, werfe ich jetzt diesen 3 Gigabyte Job entsprechend raus. Ja. Und das ist natürlich für, sag ich mal, aus Anwendersicht sehr ärgerlich, wenn das vom Betriebssystem dann entsprechend gemacht wird. Aber so stellt das eben erstmal sicher, dass das System weiterlaufen kann und nicht anfängt, dann permanent auf die Platte auszulagern. Das kennen Sie vielleicht tatsächlich noch, wer früher noch diese alten Windows-Rechner hatte, der kennt diese Situation, dass irgendwann gepaged wurde und man dann nur noch die Festplatte gehört hat. Ja, und dann hat das komplette System blockiert. Dann konnten sie eigentlich auch gar nichts mehr machen, weil jeder Mausklick dazu geführt hat, dass die Platte noch länger lief. Das heißt, da hat man dann ewig lang gewartet. Und im Prinzip war das so, der Speicher war voll, es wurde permanent gepaged in der Hoffnung, irgendwann ist mein Prozess fertig, sodass wieder RAM frei wird, dass nicht mehr so viel gepaged werden muss. Im Zweifelsfall, das habe ich früher auch dann das ein oder andere Mal gemacht, habe ich so eine Kiste auch wirklich hart komplett ausgeschaltet, vom Strom getrennt, weil sich das Ding komplett nicht mehr regeneriert hat. Da kann man sich noch eine Sache überlegen, was passiert, wenn das mit SSDs passiert. Also angenommen, ich hätte eine SSD drin aus einem Flash-Speicher und mein System fängt plötzlich an, wie wild zu pagen. Jetzt haben solche SSDs, also Flash-Speicher, eine gewisse Lebensdauer. Also ich kann die nur limitiert oft überschreiben. Eine Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich muss als Betriebssystem eigentlich wissen, unten drunter liegt eine SSD und ich sollte genau sowas nicht machen. Also ich sollte meine SSD nicht zu Tode pagen, weil irgendwann macht dann eben dieser Chip, der da unten drunter liegt, die Grätsche. Ja, das muss man sich auch überlegen und auch das liegt dann eben in Verantwortung vom Betriebssystem, dass man genau sowas weiß.